So, das Betonstangen kannst du rausnehmen. Ja. Und den Miner abbauen, dann kannst du das Ding bauen. Und ich würde vorschlagen, wenn es dann geht, bauen wir uns hier direkt einen anderen Mast noch. Hier so. Weil bevor ich das vergesse, verbinden wir den auch direkt. Das, weil hier sind vier Verbindungen drauf. Das heißt, der ist jetzt. Das ist erstmal Schicht im Schacht. So, und jetzt können wir hier, wenn wir es mit dem Kabel anwählen, direkt den Mast bauen lassen. Wir haben genug Sachen dabei. Das geht echt weit. Da ist auch das Maximalste dann. Und da sind wir schon. Wunderbar. Das reicht. Dann bauen wir uns doch jetzt endlich mal in meiner MK1. So, hier geht's raus. Wieso kann ich jetzt hier nicht bauen? Ach, jetzt habe ich Eisenstangen verbraten mit dem... Blöder Fehler. Also... Du musst übrigens mehr Eisenstangen mitnehmen, weil und du brauchst auch Kabel, weil du musst auch Strom verlegen, ne? Ja, aber muss ich den nicht erst bei dir bauen, bevor ich den hier bauen kann? Kann ich den jetzt hier aus dem Inventar raus hinbauen? Nee. Nee, du musst Q drücken. Das Baumenü, Baumenü öffnen, so. Ach so. Der ist das, ne? Ja. Meiner MK1. Ich glaube, ich baue direkt noch ein paar Eisenstangen. Kann ich den auch drehen? Ja, mit dem Mausrad. Alles ist möglich. Aber die grünen Pfeile ist der Output, ne? Yes. Yes, weekend. Yes, it is. Oh, ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. So, jetzt aber. Hoffe ich. Ach, Beton, oh, leck mich doch. Das hätte ich ja eben auch mal sehen können. Okay, ich laufe nochmal zurück. Cool wäre auch, wenn wir uns hier einen Seilrutsch ranbauen könnten, aber das geht leider nicht. Da kommt das Feinchen uns entgegen. Wo willst du hin? Bist du ein Dicker? Ja, danke schön. Das war ich. Aha. Das sieht aber komisch aus. Das behaupte ich von dir im Spiel die ganze Zeit auch. Ich ignoriere das hervorragend bis jetzt. Haben wir noch? Ja, ist ein gemütliches Multiplayer-Game, das stimmt. Man kann es aber auch super okay. Alleine spielen. Der Chat geht noch. Sehr gut. Udo hat zugeguckt wegen dem Key. Weiß ich nicht, ob du es eben mitgekriegt hast. Falls ihr geantwortet haben solltest, habe ich es irgendwie nicht gesehen, verpennt oder wie auch immer. So, ich hoffe, ich habe jetzt diesmal nichts vergessen. Jetzt aber, jetzt, das sieht gut aus. Kein Problem. Ich hatte bei Steam geschrieben gehabt, wegen dem Key. Hast du das mitbekommen? Hast du da geantwortet drauf? Falls ja, dann habe ich es noch nicht gesehen. Verpennt, sorry, Ben. So, Strom dran hier und gib ihm. Hast du jetzt alle den Beton weggemacht? Ich habe... warte kurz. Ja. Jetzt habe ich kein Kabel. Ich habe jetzt kein Kabel mehr. Nein! Ich laufe mir am Blöden, ey. Was brauchst du, Beton? Ja, ich schaue mir selber was. Ich hätte noch 7 Beton. Wie viel brauchst du? Ja, weiß ich nicht. Da ich mein Förderband hier hinbauen kann. Wir müssen auch gleich gucken, ob wir eine große ein großes Kalkstein-Vorkommen haben. Ja, hab ich hier auch. Da 170 Meter. Okay. Ach, da hinten bist du. Cool. Kabel. So. Alles klar. Dass das Ding endlich mal in Betrieb nehmen, dann hoffe ich, dass wir auch nur einige... Warte mal, bevor ich jetzt wieder laufe. 20... Nee, wir machen direkt noch ein paar Platten. Das laufe ich gleich schon wieder hier rüber. Nee, komm. Wir sind jetzt einmal hier. Wir haben noch ein bisschen
Wir haben noch Eisenbarren dabei. Das heißt, wir denken uns noch ein paar Platten zusammen hier. Ach komm. Oh, Katheriumerz. Ja, das hat man gestern auch schon gefunden, aber wir haben es noch gar nicht gebraucht, aber ich nehme es mit. Ja, auf jeden Fall. So. Das ist aber nicht die Kalkmine, die ich wollte. Und wir haben Strom. Wunderbar. Müssen wir gleich schon mal im Auge behalten, dass wir nicht zu viel Strom zapfen, aber ich glaube 20 Megawatt haben wir noch. Bei weitem nicht. Der Bohrer senkt sich ab hier. Er geht jetzt hier unten rein und fängt dann an zu bohren. Ah, ist auf jeden Fall cool gemacht. So. Und wenn wir jetzt hier dann unser Förderband gleich dran anschließen, dann sieht man auch schon, wie das Eisenerz rauskommt. Wir müssen da hinten rüber. Das heißt, ich werde das mal so fahren. Zack. Und da kommt es schon. Und man kann jetzt hier hingehen und diese Masten heißt es. Also ich könnte jetzt so einen Mast bauen. Ach, hi Kurt, auch da. Hi Kurt. Den kann man in der Höhe verstellen. Das ist wichtig, wenn man vor einem Berg bauen möchte. Alles fit? So, ich brauche keine Eisenplatten. Gut, dass da gerade Eisen kommt. Aber ich glaube, wir haben auch Eisen hinten drin, ne? Hast du Eisen rausgenommen zufällig? Nein. Okay, dann gehe ich mal gucken. Immer fit, das ist gut. Das freut uns zu hören. So muss das immer. Immer diese sportlichen Menschen. Das ist ja widerlich, wa? Ey, Quatsch. Bin auch mal geneigt, Einzel zu drücken, anstatt gedrückt zu halten hier beim Herstellen. Ja. So, wir brauchen auf jeden Fall um einiges noch mehr an Eisen. Ein Eisenerz. Du kannst das auch von einem Förderband das gleich runternehmen. Weil ich werde damit nicht. Man sieht, allzu weit kommen wir nicht. Zack. Na egal, komm. Oh, Kalkstein. Soll ich da was draus machen noch? Beton könntest du machen. Sportlich wie eine Eisenbahnmaschine. Dampfst du dann auch so? Ah, wäre ja eigentlich eine Dampflok dann, ne? Keine Eisenbahn. Wird Zeit, dass besser Wetter kommt. Ich will endlich wieder Motorrad fahren. Was brauchte ich für meine Fließbänder noch? Hauptsächlich Eisenplatten und ich glaube auch Beton. Ich glaub nur Eisenplatten. Jetzt muss ich was sagen. Beton? Beton brauchtest du doch für die Stützen. Eine Schiene dampft nicht. Eine Schiene dampft, ja genau. Ja, du brauchst Beton und Eisenstangen für die Fördermaste. Aber du, eigentlich brauchst du Fördermast nicht, außer du musst irgendwo hoch im Berg. Weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt unsicher. Da läuft sie, die Fiene, ja. Wieder zu viel von den Bären genascht. Zum Glück macht uns die Kabel nicht kaputt. Macht Fiene uns die Kabel nicht kaputt, meine ich. Hat doch leicht Schlagseite. Die kippt leicht nach vorne hier, die gute. Oh, furchtbar ist das heute. Gott, wenn du dazu siehst, an was denkst du dann, ne? Also würdest du erwarten, dass jederzeit so ein Häufchen jetzt runterfällt und dass wir den dann für einen Komposthaufen nutzen können, oder? Ich weiß nicht, ich habe immer so die leichte, hübscheste hier. Ah, Fine war beim Friseur. Morgen mache ich das. Das Thema hatten wir eben schon. Und ich lasse sie mir kurz schneiden, so raspelkurz. Raspelkurz? Ja, so 2 Millimeter oder sowas. Mach das. Dann würde ich dich heulen sehen. Fine die Punkerin. Och, ist kein Problem, mach ich das auch. Mach noch Piercings dazu. Ja, ganz bestimmt. Das will ich sehen. Was? Piercings. Die Haare. Ich mache mal 2 mm unter die Haut. Jo.
So, ich hoffe, wir kommen jetzt einigermaßen. Nein, wir kommen nicht weit damit. Ich sehe es jetzt schon kommen. 20, das ist ultra lang, die Strecke. Wie sieht denn eigentlich bei dir aus? Bist du da schon irgendwie was am machen? Ich versuche ein Dings zu bauen. Und Bums? Ein Dingsbums, ja? Ach, ein Dings halt. Wie heißen die Dinger, die da dran sind? Ein Fließband. Wo finde ich das? Frag mal rein, Braun, die können dir helfen. Oh. Wir machen den Weg frei. Ja, ich weiß, es ist jetzt RWE, aber. Wir kommen ja quasi gesehen aus. Gott, kannst du bestätigen, wir wohnen ja quasi in einem Braunkohleabbaugebiet. Wir sind alle schwerst. Gefährdet kann man eigentlich nicht sagen, aber. Früher hieß es ja immer, dass hier die ganze Region absackt, ne? Ich weiß gar nicht, ob das noch immer so ist. Tut sie doch. Ja, die pumpt mal Wasser ab ohne Ende, ne? Grundwasser. Aber das wirklich noch absackt? Keine Ahnung. Hab lange nichts mehr davon mitbekommen. Ja, das merkst du doch am Haus. Oh, haben wir keinen Strom mehr? Oh, ich brauche Eisenstangen noch. Nein, kein Strom mehr. Die Förderbänder laufen übrigens auch ohne Strom. Nenn es umweltfreundlich, ja. So, hast du... Nee, hast bestimmt keine Biomasse, ne? Ich? Hast du Biomasse? Nö, ich habe da aber Tonnen an Grünzeug reingelegt. Sammel das die ganze Zeit auf, während ich laufe. Ja, aber daraus... das ist ja Biomasse. Daraus kannst du dann... das ist aber noch leer. Daraus kannst du Biomasse herstellen an der Werkbank. Das brennt länger und hält länger. Oh. Ach komm, wir haben Holz. Mhm. Da haben wir nicht so viel. Naja, ergiebig war das jetzt nicht unbedingt, ne? In dem Dings müsste doch ganz viel drin sein. Ja, komm, ich hab was eingesammelt, passt schon. Ich brauche Eisenstangen. Ich hätte welche. Soll ich dir welche geben? Ja. Warte, kann ich eigentlich auf dich klicken? Nee, kann ich nicht. Warte mal, ich leg sie hier rein. Wie viel brauchst? Weiß ich nicht. Ich will ein Fließband bauen. Ich hab dir mal alle reingegeben. Ich hoffe, ich brauche jetzt... Warte mal, bevor ich jetzt wieder loslaufe. Ich hab noch keine... Nein, hab ich nicht. Alles klar. So, Eisen. Und auf ein neues. Blüm. Fand da Feinchen, ja. Fand da lustig. Feinchen. Das hast du selbst gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Doch. Das kam damals von Fortnite. Ja. Deswegen hieß es ja auch Feinchensheim. Das war auf deinen Mist gewachsen, mehr oder weniger, kann man sagen. Und ich find's gut. Jetzt habe ich keine Eisenstangen, ne? Ernsthaft jetzt? Nee. Es hat auch noch niemand den Namen benutzt. Hat er denn schon ein Problem? Ich musste nicht Feindchen 3728 werden. Ja, da kam noch keiner drauf. Da habe ich ja vielen die ganzen Eisenstangen gegeben, jetzt brauche ich selbst auch welche. Ja, das ist gut. Ja, so ist er halt, ne? Nimmt, was sie kriegen kann. So. Jetzt aber. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal hier hinkommen. Strom ist wieder da. Produktion läuft. Wunderbar. Sag ich dann nur. Wunderbar. Immer wenn wir das jetzt einmal so grob haben, dann fluppt das auch. Toll. Jetzt brauche ich Eisenplatten. Worauf dafür nix? Ich habe doch gesagt die ganze Zeit, du brauchst Eisenplatten. Ja, habe ich eine mitgenommen. Du brauchst Eisenplatten. Mehrzahl. Nimmst eine mit. Ja, das Spiel ist sowas ähnliches wie Factorio. Factorium aus der Ego-Perspektive sozusagen. Ganz genau. Nur ein bisschen mehr mit Ressourcen sammeln, ne? Ja. 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 Also wenn du Factorio gemocht hast, Kurt, ist das genau das richtige Game für dich. Weil es letztendlich nichts anderes ist. Du förderst hier ins Leere, ne? Ja, ich weiß. Also ich förder nicht ins Leere. Ich muss das noch anschließen. Brauch nur noch ein paar Betonplatten. Eisenplatten meine ich. Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Identitätsverletzen. Okay. Wenn die Nachricht zugelassen wird. Automods, hey, ja, ja. Hast wieder fiese Sachen geschrieben? Na. Ja, er hat nur geschrieben. Warte, ich erlaube das mal gerade. Nee, gar nicht. Das hat der rausgenommen? Ja.
Okay, der Automod meint es etwas zu gut, glaube ich. Nee, gar nicht. Und dann, was war das eben? Wegen Identitäts irgendwas? Ja, wegen Identitätsverletzung oder was in die Richtung hat der Auto. Das hat man schon mal bei irgendeiner Festplatte, ne? War das nicht damals, wo du irgendwie eine Festplatte irgendwie ja, den Namen wollte. Da kam aber das nicht das. Ich konnte es jetzt erlauben und freigeben. Da war das einfach immer nur raus und ich konnte da nichts gegen machen. Ja, das ist, manchmal ist es strange. Keine Ahnung. So, komm, gib alles. Komm. Nein! Wie bekomme ich jetzt Eisenplatten? Aber warum geht das nicht? Das Ding ist verkehrt rum, ne? Nicht genügend freier Raum, jetzt willst du mich doch verarschen. Oh, sorry, ich bin voll müde gerade. So, wie war das? Nee, gar nicht. Du hast Factorio nicht gespielt oder nicht gemocht? Zu teuer. Nee, ich komm zwar drauf, bitte zielt das ab, dass er nichts Böses geschrieben hat. Ach komm jetzt. Steht das Ding falsch rum? Kann das sein? Aber das ist doch... Das zeigt er jetzt nicht an, ne? Jetzt hat das falsch gebaut. Er hat es falsch gebaut. Das wissen wir doch gar nicht. Red doch nicht. Ich glaube schon. Ne? Ja. Nein! Aber es kann... Was war denn das jetzt? Sind sie alle taub? In dem Bildschirm. Ja. Nur so. Für euch. Nur für euch. Ich mach euch taub. Ihr müsst einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nur so bleibt man in Erinnerung. Weißt du, jeder Tontechniker hätte echt Freude an hier, Fiene. Das ist das ist geil. Also eine Dynamic-Range von der Stimme von minus 30 bis in den Plus-Bereich fast rein, übertrieben gesagt. Und deswegen magst du mich doch so. Boah, ich werd voll müde gerade. Ach, jetzt habe ich ja keinen Strom mehr dran, ne? Da. Oh, sorry. Jetzt aber, so. Musst du mal was essen. Ja, wie immer. Jetzt fluppt das auch. Jetzt geht ja Eisenerz rein und er speichert bis zu 100 von den Eisenbarren zwischen. Die könnten wir jetzt aber auch weiter zu einem Konstruktor leiten, der uns dann Eisenplatten baut. Und da wäre ich jetzt mal total für. Wir wollen, weil ich glaube, fürs nächste Upgrade brauchten wir richtig viel Zeug, ne? Kann das sein? Weiß nicht, das hast du, glaube ich, noch gemacht. Ich glaube, das hatte ich noch gemacht hier. Ja, doch, das hatte ich noch gemacht. Da hatte ich aufgehört, glaube ich. 150 Platten. 150 Eisenstangen. Ja. So, jetzt zeigt es uns oben an. Verstärkte Platten 3 und Kabel hätten wir. 3 verstärkte Platten. Was brauchen wir? Da brauchen wir Platten für und... Schrauben. Jede Menge Schrauben. Schrauben? Mhm. Wo machen wir denn Schrauben? Kannst du bauen. Ach, Werkbank ist beschäftigt. Jetzt nicht mehr. So. Wir können einen Konstruktor bauen. So, ich baue den jetzt auch mal direkt. Also orange ist immer die Seite, die reingeht. Ich baue die mal. Soll ich den hier rüber bauen? Ich weiß nicht, dass wir uns die Sachen zubauen. Da bin ich jetzt nicht so geil drauf. Wir bauen das mal hier hin so. Das ist gut, aber ein bisschen Platz noch. Nicht allzu weit jetzt mit dem Förderband weg. Und es fehlen noch trotzdem Betonplatten. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? So. Ja, Betonplatten, Eisenplatten meine ich natürlich. Fummelskram. Factorio habe ich mal gekauft und wieder zurückgegeben. Okay. Ja, dann guck lieber nur zu. Keine Ahnung, ich finde es eigentlich ganz cool vom Prinzip. Ich habe auch Factorio gemocht ohne Ende, muss ich dazu sagen. Deswegen